Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Während der letzten Hauptversammlung von Berkshire Hathaway gab es einige Fragen zu den Exchange-Traded Funds, also den ETFs. Die Fragen und vor allem auch die Antworten darauf haben mich dann sehr nachdenklich gemacht und ich möchte heute mal einige Gedanken hier zur Diskussion stellen. Das passive Investieren über ETFs wächst ja stark und mittlerweile befinden sich verschiedenen Schätzungen nach mehr als 50% des amerikanischen Aktienmarktes in irgendwelchen ETFs. Schauen wir uns beispielsweise mal die Aktionärsstruktur von Apple an. Die kann man sich bei Morningstar anschauen und wir sehen hier, die Top 20 ETFs, in denen Apple vertreten ist, halten inzwischen 13,56% aller handelbaren Aktien von Apple. Da kommt einiges zusammen, vor allem auch an Dividenden und zwar in die Kassen von BlackRock, Vanguard oder State Street. Das sind die drei größten Emittenten von ETFs in den USA und weltweit. Die Frage ist nun, wer nimmt beispielsweise deren Stimmrechte wahr? Und das wurde auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway eben gefragt. Die größten drei Emittenten von ETFs halten nämlich inzwischen einen Großteil der Stimmrechte für jede bedeutende börsennotierte Firma in den USA. Allein BlackRock verwaltet ETFs im Umfang von 2,3 Billionen Dollar. Insgesamt gab es 2021 allein in den USA 2632 ETFs mit 10,02 Billionen Dollar Assets under Management. Die Frage, die sich nun stellte, war, sollen solche Eigentümer auf Hauptversammlungen abstimmen dürfen? Charlie Munger fand eine kurze, prägnante und wenig diplomatische Antwort. Er sagte wörtlich, ich denke, es ist nicht gut für das Land. Ich glaube nicht, dass drei Jungs aus Harvard den Firmen sagen sollten, was sie zu tun haben. Zitat Ende. Warren Buffett war da etwas diplomatischer und sagte, ich denke, die amerikanische Öffentlichkeit mag die Idee nicht, dass drei Menschen Corporate America kontrollieren. Zitat Ende. Inzwischen gibt es also ernsthafte Bestrebungen, den Fondsemittenten die Abstimmungen auf den Hauptversammlungen zu verbieten, denn die sind mittlerweile die größten Activist-Investors, die es überhaupt gibt. Praktisch bedeutsamer ist aber ein anderer Punkt bei den ETFs. ETFs werden nämlich, genau wie viele andere Equities und Assets ja aktuell auch, verkauft und ihre Preise fallen. Das hat zur Folge, dass die ETFs wiederum die in ihnen enthaltenen Aktien abstoßen müssen. Wenn nun Dutzende von ETFs anfangen, Apple-Aktien zu verkaufen, nur mal als Beispiel, was wird das wohl mit dem Apple-Kurs machen? Nun, der Aktienkurs muss dann natürlich fallen. Und wenn die Kurse fallen, fällt natürlich auch der entsprechende Index, in dem Apple gelistet ist, welch auch immer von den 3 Millionen das ist. Und das wird dann wieder den entsprechenden ETF zum Fallen bringen und löst damit eine Kaskade von weiteren Verkäufen aus. Vielen ist ja nicht bekannt, dass ETFs über einen sogenannten Redemption Mechanism, also einen Rückzahlungsmechanismus, permanent die Deckungsgleichheit zwischen dem inneren Wert des ETFs, also dem sogenannten Net Asset Value, dem Gesamtwert der enthaltenen Aktien und dem Kurs des ETFs selbst an der Börse halten müssen. Durch die sekündliche Handelbarkeit kann es eben hier immer wieder zu Abweichungen kommen. Das heißt, wir brauchen permanent einen Ausgleich zwischen dem Aktienkurs des S&P 500 ETF und dem Inhalt, was da wirklich drin enthalten ist. Und dafür gibt es sogenannte Authorized Participants, die diese Unterschiede permanent ausgleichen. Werden also im Markt beispielsweise viele Anteile des S&P 500 ETF nachgefragt, aber der Index selbst steigt gar nicht, dann kann man ja nicht hingehen und kann sagen, der ETF ist jetzt ausverkauft, sondern es werden einfach neue ETF-Anteile kreiert. Und für diese neuen ETF-Anteile kaufen zunächst die Authorized Participants die Aktien im Markt, übergeben diese Aktienblöcke dann an den Sponsor, also den Emittenten des ETF, und der gibt dem Authorized Participant im Gegenzug dafür neue ETF-Anteile, die dieser dann profitabel am Markt platziert. Dabei macht man dann ein kleines Risiko
freies Arbitragegeschäft und die Authorized Participants verdienen sich damit eine goldene Nase. Das Ganze läuft natürlich hinter den Kulissen ab und in Millisekunden. Daher haben eben börsengehandelte Fonds auch keine festgelegte Anzahl von Anteilen, denn es werden immer wieder neue geschaffen oder auch wieder eingesammelt. Das Ganze eben umgekehrt, wenn Anteile verkauft werden, dann müssen eben auch die Aktien verkauft werden. Was bedeutet das nun für mich als vielleicht Apple-Aktionär oder auch als jemand, der in einen ETF investiert hat? Nun, zunächst einmal, die Preisschwankungen können sowohl in der Aktie als auch in dem ETF exorbitant sein. Es ist wie ein Katalysator, wie ein Brandbeschleuniger. Wenn eine Aktie in vielen ETFs enthalten ist und diese dann verkauft werden. Die geringe Volatilität von ETFs, mit der immer wieder argumentiert wird, mit der muss es also gar nicht weit her sein. Das wissen insbesondere die Eigentümer von aktiv gemanagten ETFs. Ich sage hier nur Stichwort AK-Fonds von Katie Wood. Aber auch viele andere Branchenfonds oder Spezialfonds sind von diesen Bewegungen exorbitant betroffen. Die gibt es ja dann auch noch gehebelt, doppelt, dreifach, fünffach gehebelt und auch noch invers in allen möglichen Konstrukten. ETFs sind also lange nicht so sicher und lange nicht so preisstabil, wie vielerorts geglaubt wird. 2020 wurden allein in den USA 182 ETFs geschlossen oder miteinander verschmolzen. Kann man sich selbst ausrechnen, wie viel von den 2632 ETFs, die es im Land gab, das sind. Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, ETFs haben ihre Berechtigung, insbesondere aber solche, die einen breiten Index abbilden und die nicht aktiv gemanagt werden. Wer darauf einen Sparplan abschließt, der tut wenigstens etwas für sein Vermögen. Man muss ihn aber auch durchhalten können und darf dann eben nicht erschrecken, wenn auch die ETFs aktuell wie wild schwanken. Warren Buffett wollte ja Jack Bogle, dem Erfinder des ersten Vanguard-ETFs, sogar ein Denkmal setzen für seine bahnbrechende Leistung, die ETFs salonfähig zu machen. Inzwischen ist aber auch in der ETF-Branche die wilde Spekulation ausgebrochen und die Finanzindustrie hat hier unendliche Möglichkeiten zum Geldverdienen entdeckt, die natürlich gegenüber den Retail-Kunden weidlich ausgenutzt werden. Deswegen mein dringender Appell. Auch wer ETFs nutzt, sollte genau hinschauen, was er da kauft und ob der ETF das für ihn geeignete Instrument ist, auf das sauer verdiente eigene Geld aufzupassen. Ich wünsche allen dabei wie immer viel Erfolg und hoffe, das hilft wieder ein bisschen beim Nachdenken. Tschüss, euer Nils Gajowi.